sein, dass da unten so ein weißer großer Hund rumrennt. Jawohl! Super! Verpiss dich, komm gleich vor das Maul! Guten Morgen, da seid ihr ja. Ich bin Marco, 27 Jahre alt und Dienstunführer bei der Polizei Hessen. Heute möchte ich euch einmal einen Tag mitnehmen und zeigen, was so das Leben als Dienstunführer bei der Polizei Hessen ausmacht. Ihr seht, ich bin auch zivil zu Hause, denn das Leben als Dienstunführer geht halt schon daheim los. Der Diensthund ist rund um die Uhr mit mir zusammen. Mein Tag beginnt so gegen 16:45 mit einer ausgedehnten Runde Gassi mit dem Hund. Und zu dem gehen wir jetzt erstmal hin. Also kommt mit. Okay. Zack. So ist fein. Komm her. Fein, guten Morgen. Guten Morgen, sag. Gut geschlafen? Ja, wir haben heute Besuch, sag. Guck mal. Na, ist gut. Na komm, auf, Gassi. So, ihr seht's, wir sind jetzt vom Zwinger einmal schon mal losgelaufen. Unser Tag startet üblicherweise mit einer gemeinsamen Runde Gassi, weil für den Hund, der war die ganze Nacht im Zwinger, hat geschlafen, geht's dann erstmal eine Runde raus, die Beinchen vertreten, bevor es dann letztendlich zum Dienst geht, weil da stehen dann noch mal ein paar andere Aufgaben an, wo er sich noch mal ein bisschen gedulden und warten muss, dass er erstmal ein bisschen Auslauf kriegt. Das heißt also, das Leben des Diensthundführers beginnt auch ein gutes Stück vorm Dienst. Wie gesagt, es ist mittlerweile 5 Uhr. Da stehen noch mal ein paar Aufgaben an, bevor es dann schlussendlich zum Dienst geht. Batman, das ist der vierbeinige Partner hier auf meiner rechten Seite. Batman ist ein belgischer Schäferhund, also ein Malinois, 4 Jahre alt und Diensthund der Polizei Hessen. Wie wir unseren Dienstausweis haben, hat Batman an seinem Halsband seine Marke. Wir werden heute zusammen euch mitnehmen auf Streife und euch zeigen, wie so unser gemeinsamer Alltag ausschaut. Hopp. Nein. So, und Abfahrt. Wir sind jetzt auf der Dienststelle angekommen. Batman bleibt jetzt erstmal noch im Auto und in der Zeit ziehe ich mich erstmal in Ruhe um, lege ein bisschen Material bereit und dann sehen wir uns gleich drinnen wieder. So, dann machen wir uns jetzt erstmal Streifen fertig. Das heißt, wir legen mal das ganze Gerödel an, was wir so im Alltag bei uns haben. Einmal ein Pfefferspray, einen Schlagstock und natürlich noch die Dienstwaffe dazu. Noch ein paar Ersatzmagazine. Das ist unser Material soweit. Der Rest vom Material ist schon im Auto. Ein paar Sachen brauchen wir noch von der Wache, die holen wir gleich noch dazu. Und was Batman so dabei hat, das zeigen wir euch dann gleich nochmal. Mittlerweile ist es draußen hell geworden. Wir sind jetzt hier draußen in der Garage und das ist quasi unser Batmobil, den Streifenwagen, den wir heute fahren werden. Den müssen wir noch ein bisschen vorbereiten, ein bisschen Streifen fertig machen. Dann räumen wir erstmal das Material für uns ein. Da haben wir dabei immer mal ein Atemalkoholmessgerät und dann natürlich unsere Kamera, dass wir auch Tatorte oder Unfälle dokumentieren können und einfach Fotos machen können. Dann haben wir hier hinten quasi die Batcave, das ist der Platz, wo der Batman bei uns im Streifenwagen mitfährt. Verstaumöglichkeiten für ganz viel Material, was wir im täglichen Dienst so brauchen. Das sind einmal hundespezifische Sachen, Leinen, Spielzeugen, ein Handtuch im Sommer, wenn er schwimmen war und abgetrocknet werden muss, Kennzeichnungsgeschirre und ansonsten haben wir das ganze Material dabei, was im normalen Streifenwagen zu finden ist. Messräder, Messschieber, Sachen, um eine Unfallstelle abzusichern. Die haben wir alle zusätzlich nochmal in einem Extrafach verstaut. Ansonsten räume ich das Auto heute nicht alleine ein. Ich habe auch einen Streifenpartner dabei und das wird heute der Philipp sein. Und am besten sagst du mal ein paar Worte selber. Ich bin der Philipp, 22, bin jetzt seit gut 7 Monaten fertig und habe heute die Ehre mit Marco und seinem Hund auf Streife fahren zu dürfen. So schaut's aus. Und jetzt bist du dran. Ja, auf geht's, komm zum Dienst. Hopp. Komm ran. So, und für den Fall, dass Batman mal längere Zeit auf der Dienststelle bleiben muss, beziehungsweise dass wir längere Zeit keinen Einsatz haben, besteht auch die Möglichkeit, dass der Batman nicht den ganzen Tag in der Hundebox sitzen muss, sondern wir haben hier auf der Dienststelle auch Hundezwingeranlagen. Wenn es planbar ist, dann geht es für Batman in den Zwinger und da kann er dann wie zu Hause in seiner Hütte liegen und sich auch ein bisschen ausruhen. Aber heute wollen wir gleich los, nachher eine Runde Gassi gehen, also geht es erstmal ab ins Auto. So, von dem Rucksack habe ich eben gesprochen. Wir haben unser Material schon eingeräumt. Hier ist ganz viel Material für den Hund drin. Ich habe meine Streifentasche hier schon im Auto drin liegen und das ist die Streifentasche für Batman. Was da so im Einzelnen drin ist und was wir davon wie gebrauchen, das erzähle ich euch dann später.
Wir sind jetzt gerade auf Streife. Aktuell gab es noch keinen Einsatz für uns. Wir gehen jetzt der ganz normalen Tätigkeit nach. Das unterscheidet sich nicht großartig von dem normalen Streifenbeamten, beziehungsweise das ist die ganz normale Streifentätigkeit, die wir gerade ausüben. Sollten irgendwelche Einsätze kommen, dann fahren wir Verkehrsunfälle, fahren zu Einbrüchen, nehmen Ladendiebstähle auf oder auch Sachbeschädigungen. Und der Batman ist aktuell in seiner Batcave hinten im Kofferraum, die ich euch eingangs schon mal gezeigt hatte. Wir suchen uns jetzt gleich erstmal eine Stelle, beziehungsweise gehen gleich erstmal eine Runde mit dem Batman Gassi. Denn der kann nicht einfach so auf Toilette gehen, wie wir das können, sondern der ist da auf uns angewiesen. So, auf geht's zum Gassi. Joa. Ja. Na, sitz. So ist er fein. Fuß. So ist man. Ja, so ist fein. Auf. Ja, beim Dienst und Batman fragt man sich wahrscheinlich, wie der Name zustande gekommen ist. Tatsächlich hatte ich da meine Finger nicht im Spiel, denn der Kollege heißt vom Zwinger aus schon so und hatte den Namen schon, als er zu mir gekommen ist. Ihr habt es vielleicht gesehen, Batman hat sein Spielzeug dabei. Die Gassi-Zeit und die Auslaufzeit ist dann tatsächlich auch Zeit für einen Hund. Und da darf das Spiel natürlich auch nicht zu kurz kommen. Batman liebt seine Beißwürste. Das ist dieses neongelbe Ding, was er da gerade im Mund hat, heiß und innig. Andere Hunde stehen da eher auf Tennisbällchen oder auf Stricke. Aber er ist total verliebt in diese Beißwürstchen. Die trägt er auch hier ganz stolz beim Spaziergang mit sich rum. Und neben dem Auslauf ist es, wie gesagt, auch mal Zeit, ein bisschen zu spielen, ein bisschen stehen zu bleiben und einfach dem Hund ein bisschen Auslauf zu bieten, beziehungsweise Hund sein zu bieten. Er macht ja auch genug für uns im Einsatz, er arbeitet für uns, also kriegt er auch was zurück, dass er quasi sich diese Zeit rausnehmen darf und einfach Hund sein darf, auch im Dienst. Nach einer Runde Gassi sehen wir jetzt auch schon wieder aus. So eine Hose von so einem Diensthundführer hält ungefähr von Dienstbeginn bis zum ersten Gassigang. Da muss man sich auch dran gewöhnen. Ansonsten probiere ich es immer mal zweimal im Dienst mit dem Hund rauszugehen. So eine größere Runde von 20 Minuten, halbe Stunde. Ansonsten ist es dann so, dass wir heute Abend, wenn wir zu Hause sind, nach dem Dienst dann auch nochmal eine gemütliche Runde spazieren gehen. Und da gibt es dann auch die erste Mahlzeit für Batman. Weil wichtig für die Diensthunde ist das Problem mit der Magendrehung, dass man da auch so ein bisschen bei der Gesundheit ein Auge drauf hat. Denn theoretisch könnte ja zu Dienstbeginn direkt ein Einsatz einstehen und wenn der Hund direkt gefressen hat und in den Einsatz rausgeht und dort körperlich arbeiten muss, kann es sein, dass es eben zu dieser Magendrehung kommt. Und um das zu verhindern, ist es so, dass Batman erst nach dem Dienst Essen kriegt, aber dann dafür zwei kleinere Portionen Essen kriegt und dann seine Tagesration quasi am Abend. Lässt du das mal in Ruhe, Batman? Das brauchen wir noch, dein Spielzeug. Wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Das ist für ihn auch vollkommen ausreichend. Und im Frei ist es dann so, dass er morgens und abends gefüttert wird. Sprich, er hat da keinen regelmäßigen Futterablauf. Aber das ist auch egal, denn draußen in der Wildnis, da, wie jetzt der Martin Rütter gesagt, legt sich der Hase auch nicht auf den Baumstamm, wann der Hund es denn möchte. Und so muss er damit klarkommen. So, dann wollen wir dich erstmal noch ein bisschen trocken machen, bevor du in die Box kommst. So. Dann habe ich euch hier einmal ausgebreitet und in der Garage bereitgelegt, was Batman und ich alles so im Streifenwagen neben den üblichen Utensilien, die man als Schutzmann so braucht, mitführen. Batman ist ein dualer Hund. Das heißt also, neben der Ausbildung als Schutzhund hat er auch eine Ausbildung als Spürhund. Batman ist Rauschgiftspürhund und kann 14 verschiedene Geruchsstoffe anzeigen, davon 13 verschiedene Betäubungsmittel und Bargeld. Das ist ein Koffer mit sogenannten Geruchsproben. In dem Koffer sind 4 Grundsubstanzen drin, die als Geruchsproben dienen, um eben den Einsatz vom Hund auch auf der Dienststelle bzw. im Alltag trainieren zu können. Das ist die Streifentasche von Batman. Im Detail befindet sich in dieser Streifentasche einmal in der Mitte ein bisschen Erste-Hilfe-Material, einen Fangkorb bzw. einen sogenannten Stoßkorb aus Leder, Wasser noch, Essensration. Leckerchen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ein Einsatzhalsband, was ein bisschen breiter ist, aus ein bisschen breiteren Stoff, was den Druck vom Hals des Hundes nimmt, was natürlich auch mit der Polizei gekennzeichnet ist, dass der Hund neben der Marke auch für den Bürger als Polizeihund in Anführungsstrichen erkennbar ist. Zudem haben wir die Möglichkeit, dem Hund Pfotenschuhe anzuziehen. Und ganz wichtig, diese zwei Gegenstände, das ist einmal der sogenannte Klicker und ein Zeigestab. Mit dem Zeigestock kann ich dem Hund zeigen, wo er an welcher Stelle er suchen soll. Wenn wir in einer geführten Suche unterwegs sind und ein komplexes Objekt abzusuchen haben, den Klicker benötige ich dann, wenn der Hund mir ein Anzeigeverhalten
zeigt, sollte Rauschgift oder ein Betäubungsmittel versteckt sein oder auch Bargeld, dann kann ich diesen Klicker nutzen, um mit einem Klick, man sieht schon, die Ohren gehen hoch, dem Hund zu bestätigen, ja, das hast du gut gemacht, wir haben zusammen was gefunden, und obligatorisch folgt auf dem Klick natürlich die Übergabe des Spielzeugs, beziehungsweise er bekommt dann sein Spielzeug zur Bestätigung und wir spielen miteinander. Und das ist das ganze Material, was wir quasi in unserem Streifenwagen mitführen und Tag für Tag im Einsatz haben. Was der Kollege schon sagte, die Häuser wurde erreicht. Die sind jetzt vor uns fertig. Kann sein, dass da unten so ein weißer großer Hund rumrennt. Okay. Irgendwie um die Ecke geschossen habe ich schon. Der ist die Audenstraße runter. Vielleicht seht ihr den schon. Okay. Ja. Ah ja. Ich weiß auch nicht, der ist hier ganz alleine jetzt Vollgas weg, sonst hätte ich ihn eingefangen vielleicht, aber. Ah ja, wir schauen nochmal. Ja? Alles klar. Na, schauen wir doch einfach. Einfach an der Streife. Auf der Streifenfahrt sind wir jetzt von einem Passanten angesprochen worden, beziehungsweise angehalten worden. Der hat einen freilaufenden Hund festgestellt, der wohl weggelaufen ist aus dem Bereich Innenstadt in den Bereich der Parks. Wir sind jetzt unterwegs und schauen mal, ob wir den Hund vielleicht ausmachen können. Der Wache liegt bisher noch nichts vor, dass irgendwo ein Hund vermisst wird oder dass sich irgendwo ein Hund losgerissen hätte. Aber es gibt auch genug Leute, die ihre Hunde ohne Leine mit in die Stadt nehmen oder hier im Bereich der Parkanlagen laufen lassen, was dann schnell so aussieht, als würde der Hund herrenlos sein. Wir schauen einfach mal, ob wir den Sachverhalt irgendwie ein bisschen ergründen können und ob wir den Hund hier irgendwo antreffen können. Ich kann euch unterwegs ein paar Fragen beantworten, die mir häufiger gestellt wurden. Zur Polizei Hessen bin ich 2011 gekommen. Ich habe erst mein Abitur gemacht, habe während meiner Schulzeit schon einige Praktika bei der Polizei absolviert. Und das hat quasi meinen Berufswunsch gefestigt, Polizist zu werden. Gerade auch die abwechslungsreiche Arbeit und die Möglichkeit, sich in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen zu entwickeln. Das hat mir gefallen, beziehungsweise diesen Beruf wollte ich ergreifen und habe mich dann nach dem Abitur bei der Polizei Hessen beworben. Das Ganze lief erstmal so ab, dass eine schriftliche Bewerbung stattgefunden hat, meine Bewerbungsunterlagen nach Wiesbaden geschickt worden sind und ich dann zum ERV eingeladen worden bin. Das ERV, das ist das Eignungs- und Auswahlverfahren. Nachdem das Ganze dann positiv abgeschlossen war, habe ich 3 Jahre lang in Kassel studiert und habe dann dort meinen Bachelorstudienjahrgang bzw. mein Bachelorstudium beendet. Im Anschluss wurde ich dann in den Einzeldienst versetzt. Ich arbeite seither als Streifenpolizist. Vor jetzt etwa 2,5 bis 3 Jahren war es dann so, dass ich mich dazu entschieden habe, mich auf eine freie Stelle als Diensthundführer zu bewerben. Dazu muss man sagen, ich hatte schon immer die Vorstellung oder den Wunsch, Diensthundführer bei der Polizei zu werden. Ich komme aus einer Familie, wo eigentlich immer Hunde mit dabei waren und Hunde mit am Leben teilgenommen haben. Und dementsprechend habe ich dann meine Bewerbung als Diensthundführer verfasst. Bisher haben wir den gesuchten Hund bzw. den freilaufenden Hund nicht auffinden können. Es kann, wie gesagt, auch sein, dass er einfach ohne Leine durch die Gegend gelaufen ist und sein Herrchen einfach nur ein paar Häuser bereits vorgelaufen war. Die Suche stellen wir jetzt aktuell erstmal ein, weil es auch keine weiteren Hinweise oder keine weiteren Meldungen von dem Hund gab. Aber nichtsdestotrotz wird bei uns auf der Wache im Wachbuch nachgehalten, dass eben ein weißer Hund abgängig war bzw. gesehen worden ist, und sollte sich da im Nachgang noch mal irgendwo ein Ansatzpunkt entwickeln oder ergeben, dann würden wir die Suche wieder aufnehmen. Aber bisher gehen wir erstmal davon aus, dass der Hund vielleicht glücklicherweise wieder nach Hause gefunden hat. Wir nutzen die Zeit im Dienst auch einfach mal flexibel und gestalten ein paar Übungslagen für den Batman, dass er in Übung bleibt zum Rauschgift spüren. Hier machen wir es jetzt einfach mal so. Wir sind jetzt hier in einer Abstellgarage in einem etwas größeren Raum und werden jetzt gleich hier in diesem Raum ein Tütchen Amphetamin verstecken. Das ist hier doppelt verpackt in diesem Tütchen drin. Irgendwo willkürlich machen wir eine Schublade auf und legen das hier rein und machen die Schublade einfach zu. Für uns als Menschen relativ unscheinbar, aber wir werden gleich sehen, wie der Batman auf das versteckte Rauschgift reagiert. Und ihr könnt euch ja selber ein Bild machen. Hier gibt es eine Menge Sachen, die rumstehen, eine Menge Gegenstände, jede Menge Versteckmöglichkeiten. Das ist wortwörtlich die Suche der Nadel im Heuhaufen. Wir belassen es aber nicht nur bei einer Lage, sondern wir verstecken jetzt einfach noch ein paar Lagen mehr, um zu simulieren, dass der Einsatz vielleicht über mehrere Räume geht oder über mehrere Objekte. Und
Wir verstecken natürlich auch noch andere Stoffe, dass wir nicht nur bei einem Geruchsbild bleiben, sondern auch die anderen Geruchsbilder frisch halten. Neue Örtlichkeit, neue Gegebenheiten. Ihr seht's, eine Steinmauer. Wir haben jetzt hier ein Tütchen Heroin, was wir einfach willkürlich irgendwo zwischen die Steine in die Mauer stecken. Ja, schauen wir mal. Und dann haben wir hier eine dritte Örtlichkeit. Der Kollege hinter der Kamera hat es eben gerade schon gesagt, man kann es jetzt nicht riechen auf dem Bild, aber es riecht hier ziemlich nach Öl und nach Betriebsstoffen. Nochmal eine ganz interessante Umgebung für die Hunde, weil eben nicht nur der Geruch von den Stoffen, die versteckt sind, auf die Hunde wirken, sondern eben auch diese ganzen anderen unterschiedlichen Gerüche. Das ist echtes Geld, allerdings auf 40% beschnitten und ungültig gestempelt. Wir nehmen das, weil wir wieder Straftäter sind und stecken das daheim einfach in die Schublade, damit wir uns den Weg zur Bank sparen, und machen die Schublade wieder zu. Spürhunde werden nicht wie im Volksmund üblich oder wie die Gerüchte daher sagen, abhängig gemacht von Drogen, bekommen Kleinstmengen von diesen Drogen verfüttert oder irgendwas in die Richtung. Nein, das ist definitiv nicht so, sondern die Hunde werden konditioniert, wenn du diesen Stoff oder diese Geruchswolke wahrnimmst und es mir als Hundeführer durch Ablegen bzw. mit der Schnauze auf den Stoff zeigen anzeigst, dann bekommst du dafür ein Spielzeug und das ist das Verhalten, was ich von dir sehen möchte. So, was haben wir hier gesehen? Der Hund ist frei in den Raum gelaufen, ist frei rumgelaufen. Der Unterschied zwischen Hunden und Menschen ist, wir haben ein System, nach dem wir suchen, oder wir haben eine Vorgehensweise, nach dem wir einen Raum quasi absuchen möchten. Der Hund kann das nicht. Der Hund arbeitet eher nach dem Chaos-Prinzip und springt hin und her, bekommt aber relativ schnell diese Geruchswolke in die Nase. Und ihr habt es gesehen, wir hatten es ja hinten in diesem kleinen Schränkchen versteckt mit den Holzschubladen. Er hat sich dann nochmal eingesucht, beziehungsweise hat für sich entschlossen bzw. festgestellt, hier irgendwo muss es sein, hat nochmal die Schublade mit der Nase abgegangen, hat sich für mich sichtbar abgelegt und gesagt, Herrchen, guck mal, hier sind die Drogen versteckt, ist danach nochmal aufgestanden, hat mir in der Nase drauf gestupst, um mir nochmal deutlich zu zeigen, guck mal, hier ist es, komm mit der Bestätigung bei. Und dafür hat er dann seinen Klick bekommen mit dem Klicker, ist zu mir gekommen und hat dann dafür sein Spieli bekommen. Super. Klasse. So, ihr seht's, wenn die Kamera noch mal ein Stückchen rankommt. Nee, Platz. Hier zwischen den Steinen ist das Tütchen versteckt. Jawohl, super. Jawohl, super. Fein. Oh, klasse, hast du das gemacht. Fein! Ja, super! Ja! Jawohl! Fein! So ist er gut! Jawohl! Schön! Ja! So! Auch jetzt fängt er wieder an, eigenständig den Raum nach dem Chaos-Prinzip abzusuchen. Schnuppert überall mal dran. Es gibt Dinge, die sind interessanter. Es gibt Dinge, die sind weniger interessant. Aber er bewegt sich frei im Raum. Und da haben wir es auch schon. Das ging schnell. Jawohl! Ja, fein! Das war gut! Super! Jawohl! Fein! Jawohl! Das hast du gut gemacht! Ja. Ihr seht also, Rauschgiftspürhund, die Nadel im Heuhaufen, er hat sie gefunden. Und das waren wirklich wenig Stoffe bzw. eine geringe Menge von Stoffen und auch nicht allzu viel Bargeld. Das steht in keiner Relation zu den Dingen,
die wir draußen suchen oder zu den Mengen, die wir draußen suchen. Und auch selbst ein weggeschmissenes Tütchen Gras oder der gedrehte Joint, der irgendwo in der Hecke verschwindet oder eben in der Steinmauer, sind für Batman kein Problem. Und natürlich auch nicht für seine Rauschgift-Spürhund-Kollegen. Das finden wir so oder so. Hopp. Ja. Ihr seht also, es ist ein ziemlicher Aufwand bzw. ein ziemliches breites Aufgabenspektrum und es erfordert auch relativ viel Zeit und persönliches Engagement, einen Diensthund zu führen und den eben auch auf einem Stand zu halten, dass er im Dienst einsatzfähig ist. Der Dienstherr kommt einem insofern entgegen, als dass es eine Pauschale gibt für den Hund, die die Kosten für Futter und Verschleißmaterial abdeckt und eine Art Stundenvergütung für die Pflege des Hundes, die sich nach einem gewissen Prozentsatz berechnet. Wie ihr heute schon mehrfach gehört habt, sind Batman und ich nicht nur dienstlich, sondern auch privat ein Team. Ihr habt uns ja heute Morgen schon daheim abgeholt. Und das heißt also auch, dass Batman mit uns, mit der Familie zusammen in Urlaub fährt. Er kommt dann ganz normal mit, wie jeder andere Familienhund auch, so kann man sich das vorstellen. Und auch Batman hat dann Urlaub. Sprich, in der Zeit findet dann keine Diensthundeausbildung statt und er kann auch einfach mal wieder Heimhund sein. Mit Batman lässt sich das sehr gut vereinbaren. Das ist eine kleine Wasserratte, er liebt das Meer und auch den Schnee. Für Hunde, die vielleicht nicht so familienvereinbar sind, beziehungsweise die nicht urlaubsvereinbar sind, besteht aber allerdings auch die Möglichkeit, dass die Diensthunde während der Urlaubszeit bei der Hundeschule in Mülheim eingestellt werden. Aber, wie gesagt, Batman gehört dazu, gehört mit zur Familie, gehört mit zur Dienstgruppe, also kommt er natürlich auch mit in den Urlaub. Ansonsten kann man sagen, so lieb wie der Batman auch beim Gassigehen und beim Rauschgiftsuchen aussieht, es ist und bleibt immer noch im Kern auch ein Schutzhund, sprich ein dualer Hund. Er kann auch anders. Heißt also, bei vielen Einsätzen erleben wir immer, dass wir angesprochen werden mit, der ist aber süß und kann man den streicheln oder kann man ein Foto mit ihm machen. Wenn ihr irgendwo Diensthunde im Einsatz seht, dann sind diese Diensthunde nicht umsonst im Einsatz und das sind definitiv keine Kuschelhunde und auch keine Hunde, die unbedingt darauf angewiesen sind, dass ihr jetzt zu denen hingeht und die vielleicht herzt oder sowas, sondern das sind tatsächlich Schutzhunde. Die mögen es nicht so gerne, wenn man in den persönlichen Individualbereich der Hunde eintritt und können dann dementsprechend auch garstig werden. Da ihr heute noch nicht die Gelegenheit hattet, Batman draußen im Einsatz in Action zu erleben, haben wir für euch mal eine kleine Szenerie vorbereitet. Ihr seht, Batman hat schon sein anderes Halsband an, das ihn auch als Diensthund kennzeichnet und für die Bürger draußen als Polizeihund sichtbar macht. Angenommen, wir sind hier in einer Stadt oder in einem Stadtteil, wo es in letzter Zeit zu Übergriffen bzw. Raubüberfällen auf Bürger gekommen ist und maskierte Jugendliche maßgeblich dafür verantwortlich zu machen sind. Wir sind jetzt quasi in der Position bzw. haben den Auftrag, dieses Gebiet fußläufig zu bestreifen und schauen einfach mal, was so passiert. Was soll das sein hier? Verpiss dich, du bist ein Postmann! So, Polizei, Sie sind festgenommen. An die Wand, stellen Sie sich an die Wand. Jawohl, so ist gut. Also ihr seht, im Ernstfall ist Batman auch dazu ausgebildet, sich und mich zu verteidigen, hat den Angriff erkannt und den dann unterbunden, sodass wir die Person am Ende festnehmen konnten. Jawohl, sehr gut, komm mit. So, der Tagdienst liegt hinter uns. Eine Schicht ist vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch umfangreiche Einblicke und Auskünfte zum Thema Diensthundführer und Diensthundwesen bei der Polizei Hessen geben. Sollten dennoch irgendwelche Fragen oder Themen, die euch interessieren, offen sein, dann schreibt eure Fragen einfach in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, dass noch ein zweiter Teil erscheint, wo wir bei einem Nachtdienst begleitet werden, dann schreibt doch das einfach unten in die Kommentare. Wir hoffen, die Dokumentation bzw. der Tag mit uns hat euch gefallen und wünschen euch einen schönen Feierabend. Bis bald. Komm!